Da ich immer wieder aufs Neue von den ehemaligen ostdeutschen Rennautos fasziniert bin, bin ich auch diesmal wieder zu einem Rennen der Heigo nach Oschersleben gefahren. Es waren die ersten zwei Wertungsläufe der Saison 2016, die hier im Rahmen des Preises der Stadt Magdeburg ausgetragen wurden. Und das Feld der Formelfahrer war auch wieder gut gefüllt, wie zum Beispiel Nietzsche Wilms, Frank Daimann, Bernd Weber, Hartmut Heidecke, Falk Schwarze, um nur einige zu nennen. Nun sind wir auch Sonntag früh beim ersten Rennen der Formel Heigo-Klasse angekommen. Und der Schönfeld ist da mit der 28, die 48 Bernd Weber. Der Start verlief für alle Fahrer problemlos. In der ersten Startreihe standen Falk Schwarze und Thomas Hoffmann. Dieses sollte aber nicht lange so bleiben. Falk Schwarze fiel irgendwann mit Motorschaden aus und Thomas Hoffmann rettete sich mit rutschender Kupplung über die gesamte Distanz. Mit seinem Ersatzmotor kämpfte sich Nils Holger Wilms von hinten durchs Feld und konnte zum Schluss die Lorbeeren ernten. Richtig gut waren auch die Positionskämpfe von Daimann und Weber. Und so konnte zum Schluss Jackie noch vor Weber ins Ziel fahren. Und auf Platz 1 landete, wie schon gesagt, Nils Holger Wilms. Nach dem Rennen beglückwünschten sich die drei Ersten erstmal für ein faires Rennen untereinander. Grüß euch! Und dann wurden auch die Glückwünsche vom Team entgegengenommen. Lass ich stehen, ich denke, das kann ich nur abgeben. Ja, das
Verlaufes der Heiko-Formel. Das Rennen Nummer 13, den Preis der Stadt Magdeburg. Und wir beglückwünschen zum dritten Platz mit der Startnummer 48 mit seinem Estonia 25 aus Leipzig. Glückwunsch an Bernd Weber. Zweiter wurde ebenfalls auf Estonia 25 aus Leipzig die Startnummer 42, Frank Thalmann. Oh je, Rennen gut, Pokal angerempelt. Aus Coswig mit dem Melkus 90. Glückwunsch an Nils Holger Willems. Zu Ehren des Siegers und zu Ehren der Platzierten erklingt jetzt die Hymne der Bundesrepublik Deutschland. Was? Da kommt ja jetzt wieder raus! Nun durften auch die Frauen ran und das Auto zurück ins Fahrerlager fahren. Da ich erst am Sonntagmorgen angereist war, hatte ich irgendetwas verpasst und nicht bemerkt, dass die Heiko-Tourenwagen ja mit bei dem Teamkampf der Zwerge starten werden. Ich habe mich also beeilt, an die Rennstrecke zu kommen und musste dann erstmal bei den vielen Fahrzeugen das Augenmerk und die richtigen Fahrzeuge der Heiko-Tourenwagen hier aus dem großen Charterfeld herausfinden. Es waren 35 Fahrzeuge an den Start gegangen und für mich ein völlig neues Erlebnis, was ich hier in Oschersleben sehen konnte. Auch bei den Heiko-Tourenwagen waren wieder viele namhafte Fahrer mit dabei, wie Dieter Hoffmann, Kai-Uwe Rossner, Weißenborn, Gröning, Fritz Berger, Grings, um nur einige zu nennen. Kai-Uwe Rossner, der ja vom Platz 35 gestartet war, kämpfte sich bis auf Platz 3 nach vorne. Und hier sieht man, was es bedeutet, Kampf der Zwerge. Lada gegen einen kleinen Zwerg. Kaum zu glauben, wie dieses Leichtgewicht vor dem Lada herfährt. Tibor Georg hatte hier an seinem Lada Samara mit Wasserverlust zu kämpfen und konnte somit nicht ins Renngeschehen eingreifen. Hier zieht Dieter Hoffmann in Führung liegend und beeindruckt seine Runden. Und so kamen sie dann auch ins Ziel. Dieter Hoffmann, Hahn, Rossner, Förster, Weißenborn, Gröning und so weiter.
Auch hier wurde nach dem Rennen erst einmal gratuliert und gefachsimpelt, ehe es dann zur Siegerehrung ging. Und der zweitplatzierte Uwe Hahn, Zastrava 101, gestern ja auch schon auf dem Podium gestanden, heute auf dem zweiten Treppchen. Und der Sieger in der Wertungsgruppe Heigo Tourenwagen, Dieter Hoffmann, Lada Samara. Und auch hier zu Ehren des Siegers die Hymne, die bundesdeutsche Hymne. Und so ist es dann eben an einem Rennsonntag. Die einen bereiten sich auf das zweite Rennen vor und die anderen können schon verladen, denn sie haben es schon hinter sich und bereiten sich auf die Heimreise vor. Als letzte Gruppe war dann an diesem Sonntag noch einmal die Formel Heigo am Start. Und so stehen sie nun auch schon in der Startaufstellung. Und Pech für Jackie. Schon in der Einführungsrunde kam er hier nicht mehr vom Fleck und das Fahrzeug musste aus der Startaufstellung geschoben werden. Auf hier in Oschersleben beim Reisenstadt Magdeburg. Dann geht es wieder nach Oschersleben. Und somit blieb Startreihe 2 frei und Nils Holger Wilms hatte erst einmal freie Fahrt nach vorn. Auch dieser Start verlief wieder problemlos. Und da Jackie zum Zuschauen verurteilt war, eilte er zur Hasseröder Tribüne. Ein sehr gutes Rennen zeigte hier Gunter Schönfeld, der seine Runden ohne Fehler abspulte und am Ende mit Platz 2 belohnt wurde. Nils Holger Wilms war auch in diesem zweiten Rennen nicht zu bremsen und fuhr fehlerlos auf Platz 1. In diesem Rennen zeigte auch Doni Keutsch all sein Können und kam somit dann am Ende auf Platz 3. In diesem Rennen gab es wohl 4 Ausfälle. Vogel mit Wasserschaden, Hoffmann Kupplung, Winter Motor und Jörg Keutsch die Kopfsichtung. Und um die Easter-Serie nicht zu vergessen, also die Fahrzeuge mit den kleineren Motoren, hier kamen ins Ziel von Danske, Kecmarek und Schulze. Diesmal knieten sogar die Mechaniker vor ihrem Rennfahrer nieder. Es gab auch diesmal wieder viele Glückwünsche, Händeschütteln und Umarmungen, bevor dann die eigentliche Siegerehrung stattfand.
seinem 25er Estonia aus Döbel. Die Startnummer 13. Glückwunsch an Toni Keutsch. Und die drei da vorne, die haben sich ja wirklich überhaupt nichts geschenkt. Und zweiter, oder mit der Startnummer 28. Und den souveränen Sieg fuhr nach Hause. Mit der Startnummer 61 aus Coswig. Mit dem 90er Melkus. Nils Holger Willems. Jetzt die Hymne der Bundesrepublik Deutschland. Für mich ging hier wieder in Oschersleben ein schöner Rennsonntag zu Ende und ich hoffe, dass ich bei dem nächsten Rennen hier in Oschersleben wieder mit dabei sein kann.